Ja, hallo Ali, dann fange ich mal an. Also was machen, was, über was erzähle ich da? Genau. Wer versteht kein Schweizerdeutsch? Okay. Who doesn't understand Swiss German? Okay. Also was mache ich da? Ich erzähle ein bisschen, was so aus meiner Sicht im Netzwerk geht. Und das ist nicht WAN, sondern LAN, so ein Netz, was ich da anschaue. Das ist ein bisschen irreführend. So. Okay, too long didn't hear ist, also die Tendenz ist, dass Switch Commodity werden. Das heißt, so wie PCs, oder? Also die halt kauft man einfach, die Hardware kauft man ab der Stange so und dann tut man irgendwie ein Betriebssystem mit einem Random Food drauf und so und schasst es ins Rack und das wär's. Der nächste Trend, den ich da gesehen ist Netzwerk, Betriebssystem, die konvergieren alle nach Linux. Also es hat irgendwie verschiedene Betriebssysteme gehabt und ich glaube, das wird alles Linux mit der Zeit. So. Dann werden Control Plane und Data Plane trennt. So, das heißt, irgendwie Paket Forwarding ist so eine Funktion, wo für den Switch durchgeführt wird und dann Control Plane, also Entscheidungen, wo was durch sollte, so ein also dynamisches Routing oder wenn es eine dynamische Konfiguration ist, passiert sonst wo, das passiert dann nicht auf dem Switch selber oder auf der Router. Dann Konfiguration wird dann zentral verwaltet vom Netz und das heißt, Konfiguration ist dann nicht mehr auf der Switch oder auf der Router selber, sondern ist irgendwie so von einem PC, so von einem Rechner so und der verteilt dann das Zeug. Das sind so die Sachen, so zusammengefasst. So, too long didn't hear. So, didn't hear. So. Okay, also, ja gut. Wer bin ich? Thomas Pospischek. Ich arbeite für ein mittelgroßes Unternehmen da. Wie läuft das da? Also, ich bin da ein bisschen der Noob, so. Also, ich mache zwar Netzwerk, so, aber vielleicht, ja, ihr checkt es dann vielleicht viel mehr. Also, das heisst, ihr erzählt mir Zeugs, die ich nicht falsch erzähle oder die ich nicht weiss. So, ja, sagen mir, wie es läuft. So. Dann, wieso mache ich den Vortrag? Eben in dem kleinen Unternehmen, wo ich arbeite, also mittelgroßes Unternehmen, müssen wir Core Switch erneuern. Und das Problem ist, der Hersteller von denen findet, so jetzt ist End of Life so. Und jetzt müssen wir es erneuern. Das heißt, sonst, wenn wir es nicht erneuern, so, dann kriegen wir keinen Support und keine neue Hardware. So. Das Zeug läuft eigentlich gut so, aber zack, wenn ein Hersteller findet, End of Life. Also das heißt, wir müssen unseren Core Switch erneuern. Und das heißt, jetzt haben wir ein bisschen umgeschaut, so, was kann man machen und was gibt es und wie sieht das aus. Eben, und da der bekannte Hersteller, so, der mit C anfängt und sonst irgendwie alles liefert, so, der findet dann auch, okay, neue Hardware, dann, das heisst, neue Hardware, neuer Supportvertrag. Neuer Supportvertrag, neue Hardware heisst, das ganze Netz irgendwie erneuern, also die ganze Hardware erneuern und dann irgendwie Umstieg auf ACI und auf Software-Defined Networks und das heisst, für uns heisst dann zwei kleine Core-Switcher erneuern, dann sind einfach mega Terror und Uhren Ausgaben und so, und es geht weg auf den Sack. Okay, also was haben wir denn gemacht? Also wir haben uns ein bisschen umgeschaut, so, was gibt es eigentlich? Und dann ist eigentlich die Frage, so, was brauchen wir eigentlich? Also wir haben dann so ein schönes, ein grösseres Netz, aber ja, es ist nicht so krass für Komplexität. Und das heisst, wir haben unsere Ziele von null reevaluiert. So. Also was wollen wir eigentlich auch? Wie soll das funktionieren bei uns? Okay, dann, das heisst, unsere Anforderungen, wir sind Linuxer so. Also wir sind Sysadmin und Netzwerkadmin und wir leben in der Shell. Und das heisst, wenn wir in der Shell leben, so automatisieren wir alles, was geht. Hat ein sehr kleines Skriptli für dieses und jenes. Wir wollen Zeugs versionieren. Wir machen Zeugs mit Test Coverage. Das heißt, wenn wir etwas einrichten, neue Funktionalität oder Router oder Netz oder was auch immer so, dann wollen wir sehen, dass das getestet ist.
Dann, was natürlich auch cool wäre, so, also wenn man so von Entwicklung kommt oder vom Web oder so, dann hat man Continuous Integration, das heisst, man macht einen Commit, oder? Und dann sagt ihr, dass jetzt AI sagt so ein Bläh, dass ihr hat nicht funktioniert, hast einen Bug gemacht, so fahr ab. Und im Netzwerk können so Fehler natürlich mega tödlich sein, das heisst, wenn man einen Commit macht oder eine Änderung macht und dann irgendwie geht das Routing auseinander, so, dann ist irgendwie dann hat man die ganzen Chefs am Hals und in einem Megaterror. Okay, das heisst aber, Continuous Integration wäre lässig. Dann, wenn man einmal etwas committed hat und dann das irgendwie automatisch in Produktion geht, dann, wenn man dann einen Fehler findet in der Produktion, würde man gerne Rollback machen. Das wäre auch lässig so, unsere Anforderung. Und dann natürlich die üblichen Tools. Das heisst, normalerweise, wenn man irgendein Netzwerkzeug konfiguriert, hat man irgendein Web-Interfaces und irgendwelche CLIs und irgendwelche Klump so. Wir hätten einfach gerne ein Scrap drüber und ein SED und Zeugskripten und so Config und weg mit einer proprietären Geschichte. So. Okay, dann was wir auch haben, ist, wir brauchen Config-Management, also für ein Puppet oder Ansible oder so etwas. Das heisst, wir hätten dann Konfiguration zentral vom Netz und dann pushen wir es raus auf die Geräte. So, das wäre so die beste von allen möglichen Netzwerkwelten so für uns. Dann, was wir auch noch gerne hätten, ist, wir würden gerne die Netzwerkstruktur sehen, so, also irgendwie visuell. Nicht so irgendwelche Config-Files, wo irgendwo irgendwelche WLAN-Einträge und Trunks und Zeugs haben. Und was wir auch gerne hätten, ist TCP-Dump überall können machen und auf allen Netzwerkgeräten. Jetzt ist so, auf jedes Gerät hat eine eigene Art, um Traffic aufzunehmen. Und dann muss man es vielleicht noch konvertieren in PCAP oder was weiß ich, ist einfach mega mühsam. So, das heisst, das sind unsere Anforderungen, nicht? So. Weiß nicht, macht jemand Netzwerk von uns? Wie steht es mit diesen Anforderungen? Sehr geil. Nice to have. Ja, geil, oder? Genau, Mann. Okay. Ja. Okay, jetzt gibt es da ein Untertopic, das wären VLANs. So. Wer checkt, was VLANs sind und was nicht VLANs sind? Also, wer checkt nicht VLANs, was das ist? Okay, gut, also. Ich mache mega kurz, probiere das durchzuchattern. Also man hat LAN, so, Local Area Network. In dem Netz sehen sich alle. So. Alle können mit allen kommunizieren. Man hat eine Broadcast-Domain, das heisst, wenn man sagt, who is, irgendeine IP-Adresse, dann sehen es alle und alle können antworten. Das heisst, einerseits, so, wenn man in einem Netz ist, so, wo ein bisschen Security hat, so möchte man vielleicht nicht, dass alle mit allen kommunizierend und zweitens Broadcast, so mit Microshot im Netz, so, dann hat man mega viel Broadcast-Traffic und so. Und das wird immer beschränken, oder? Wenn man von einem LAN ins nächste geht, dann hat man Internet, oder? Also zwischen verschiedenen Netzen. Dazwischen steht ein Router. Und dann routet man über den Router. Jetzt, die Kommunikation kann man zwar einschränken auf den Switch oder auf den Hubs, also heute braucht man keine Hubs mehr eigentlich, oder? Alles Switch. Aber das sind so ein bisschen Google-Regeln, also man kann irgendein Mac basierend oder irgendeine IP-Adresse vielleicht noch basierend einschränken, aber das sind keine richtigen Firewalls mit Introspection in Paket und eigentlich wäre es lässig, wenn man das hätte. So, jetzt, wenn man einen Switch hat, so, und dann will man irgendeine Kommunikation beschränken, das heisst, man jetzt nicht segmentieren, dann sagt man, okay, statt LANs, reale, physische LANs, will man VLANs machen, virtuelle LANs, und dann sagt man, okay, auf dem Switch so ist das LAN, auf dem Switchboard ist das LAN, auf dem anderen Switchboard ist ein anderes LAN, dann sagt man, da ist ein Server, da ist sind die User, da sind Internet-Traffic oder was auch immer. Okay, das heißt, das sind VLANs, oder? In dem Moment hat man virtuelle LANs. Okay, jetzt bei den VLANs hat man das Problem, es kann nur 4096 geben, so vom Protokoll her. So viel Platz hat es im Header.
Dann nächstes Problem ist, wenn man Spanning Tree macht, also das heisst, wenn das Netzwerk sich ändert aus irgendwelchem Grund, wenn es ein Switch ausfällt oder was auch immer, dann geht das relativ lang, Spanning Tree. Man hat kein Multipath, das heisst, wenn man eine sehr redundante Verbindung hat zwischen den Switchen, dann werden die nicht genutzt. So. Also die, die ein Netzwerk machen, dann werden sie schreien und sagen, nein, stimmt nicht, Bullshit und so. Okay. Dann das nächste Problem, das man hat, ist Migration. Also wenn man sagt, man hat jetzt zwei Sites oder will das Zeug redundant machen, hat dann ist ja da ein Server und dann, wenn der ausfällt, dann möchte man da über migrieren. So, vielleicht über längere Strecken, wenn es geografisch migrieren, dann ist das ein Problem, oder? Also IP ist an eine MAC-Adresse gebunden und ein IP ist an ein Subnetz gebunden und wenn der ausfällt, dann hätte man am liebsten so null Ausfallszeit und die MAC-Adresse ist auf einmal dort so sichtbar und dann haben alle Geräte ARP-Einträge und dann wissen sie ja, nein, die IP ist aber da so. Ja, okay. Jetzt die Lösung von dem ist, man macht LAN over IP over LAN, so. Das ist ein Overlay, das sind dann Overlay-Netz. Und dann kann man sagen, ja, also wir haben zwar unten dran, haben wir ja ein LAN, so alles ist in flach in einem LAN. Und dann machen wir über dem so, fangen wir unsere virtuellen Netze machen, so. Und dann können die einzelnen Router oder die einzelnen Switches können announcen, so, hey, jetzt bin ich im Fall auch in dem LAN drin, so, in dem WLAN. Und das heisst dann VXLAN, so, das Teil, die Lösung, so. Und die Overlay-Netz, so, wenn man sagt Overlay-Netz, so, dann ist gerade so, ah, okay, Software-Defined Networking, so. Jetzt haben wir Software-Defined Networking. Jetzt, da der Begriff Software-Defined Networking, das ist so wie Cloud, so. Das ist Cloud, das ist Cloud, alles ist Cloud, überall ist Cloud, so. Wir sind alle Cloud und da ist Cloud da und das ist Cloud-kompatibel und so. Also, niemand weiß, was Cloud ist, so, und dann weiß auch niemand, was SDN ist, so. Jedenfalls, Overlay-Netz ist so ein Kriterium für SDN, so. Man sagt Overlay, ah, okay, dann ist das Software-Defined Networking. Jetzt, wer macht so LAN over IP over LAN? So. Wer macht VXLAN? Das ist das RFC. Das ist von VMware gemacht worden, von Arista und Cisco und anderen. Unter anderem Red Hat zum Beispiel. Das ist noch interessant. Und mit dem kann man die Probleme so ein bisschen lösen. Also man kann sagen, wir haben eine physische Infrastruktur, so physisches Layout und über dem haben wir dann ein virtuelles Layout von Netzwerk, virtuelle LANs und in denen kann man zum Beispiel sagen, okay, eine Broadcast-Limitierung. So. Das heisst, wenn ich sage, hier nennen sie da eine Seite und da eine Seite und dann habe ich da einen Puff, so, dann werden nicht die ganzen Broadcasts ins andere Netz über transportiert. Die nächste Lösung ist NVGRE als Overlay und das ist von Microsoft und Arista. Also man merkt so, ah, Arista da, aha, okay, Arista da, okay, also das heißt, die sind irgendwie mit allen im Bett. So. Und was man auch sieht, das ist von Microsoft und da sind alle anderen. Ich weiß nicht, wieso Microsoft das gemacht hat, weil sie gefunden haben, so, also ein Rundsrad geht nicht, wir brauchen ein Microsoft, ein anderes Rad, Baurund ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso es das braucht. Jedenfalls gibt es da zwei Lösungen. Okay, gehen wir weiter mit SDN. Jetzt, was heisst da SDN, Software Defined Networks? Das eine haben wir gesehen, so. Also das heisst, man hat ein sehr physisches Netz, physisches Layout von Netzwerk und dann sagt man, okay, ich mache drüber eine virtuelle Schicht so und dann kann ich meine Netz strukturieren, so eine Ebene weiter oben. Das heisst, ich mache meine virtuellen Netz virtuell. Das ist die eine Definition. Die andere Definition von Software-Defined Networks ist, dass man Control-Plane und Data-Plane trennt. Das heisst, wir haben Switch und Router und die machen Paket-Forwarding. Oder? Das heisst, die haben eine Tabelle und die sagen so, okay, da ist das Paket gekommen, anschauen, ah, das Paket muss auf dem Interface raus, zack, oder? Das ist Forwarding.
Und die andere Frage ist so, wie definiert man die Regeln? Also wie definiert man, wenn das Paket kommt, dann, wo soll es herkommen? Die eine Möglichkeit, die man hat, ist, man sagt, man braucht irgendein dynamisches Routing-Protokoll, man braucht OSPF oder irgendwelche BGP-Geschichten und so Zeugs. Die andere Möglichkeit ist, dass man sagt, okay, das passiert nicht auf dem Router oder nicht auf dem Switch, sondern das passiert wo? Auf einem Server, wo mein Netz definiert. Das heisst, man hat den Router und Switch, die sagen, da kommt das Paket, gib es weiter. Und man hat irgendwo an einem anderen Ort hat man ein Gerät, das sagt, so, wie funktionieren die Regeln. So, das ist die andere Möglichkeit von Software-Defined Networks, so, das Definieren oder wie das gebraucht wird. Dann so die dritte, der dritte Ansatz, zum sagen, okay, das ist jetzt Software-Defined, ist OpenFlow. OpenFlow schauen wir uns gerade an. Okay. Also OpenFlow, das Problem, das man bei OpenFlow hat, ist, was sollte wo durchgehen. So. Also man hat das Paket und dann eben die Entscheidung, so, wo soll es weitergehen. Die Entscheidung, wo soll es weitergehen, also der, die Regeltabelle, das ist Data Plane. Ne? Und OpenFlow ist das Protokoll, das heisst so eine Definitionssprache, so, wo man Regeln kann aufsetzen kann. Das heisst, die Regeln können das Paket anschauen und dann irgendwelche Matches drauf machen. Eben relativ langsam, da 48%. Ihr könnt dann das Paket anschauen und basierend auf den Eigenschaften vom Paket, von allen Header, könnt ihr entscheiden, wo es durchgeht. Das OpenFlow wird maintained von der Open Networking Foundation. Open Networking Foundation, also wer es checkt, so bitte mir widersprechen. So wie ich das gesehen, das ist Google und dann so weiter. Also das ONF ist, so wie ich das gesehen, ist einfach Google mit Freunden. So. Und wieso das Google ist, wieso das Google macht, ist meiner Meinung nach, weil sie haben einfach ein total anderes Problem als alle anderen. Sie sind mega riesig, sie haben überall ihre Netzwerkinfrastruktur und sie müssen Traffic Shaping machen. Also sie müssen sagen so, okay, ich möchte ihre Daten von Amsterdam nach New York transportieren. So. Ich habe 10 Millionen Leitungen so, und wir verteilen den Traffic so. Das ist so ihr Problem. Das heisst, sie müssen mega den Traffic durch das Netzwerk durchschleusen. Und was sie auch haben, ist, sie haben mega Power. Also das heisst, sie können sagen, so Cisco, hopp, mach hopp, und dann macht Cisco hopp. Bezüglich sie entwickeln dann einfach ihre eigene Hardware, oder? Also das heisst, sie gehen zu den Herstellern und sagen, zack, zack, wir wollen das so und so. Und dann machen sie es selber. Also das ist alles so meine Interpretation von den Sachen. Ist so halb fundiert. Wie ist das OpenFlow entstanden? Man hat eine Version 1.1 in 2009 gehabt. Dort hat man 12 Felder gehabt, wo man drauf hat können matchen von dem Paket. 1.5 ist dann 5 Jahre später, im 2014 rausgekommen. 41 Felder, wo man matchen kann. Also 41, gut, ist recht viel so. Dann Version 1.5.1, oder? Minor Upgrade, so, ist im 2015 gekommen und seitdem nichts. So. Das heisst, auf eine Art sieht es aus, als wäre das Zeug gestorben, OpenFlow. So. Die Frage ist, was kommt danach? So? Und die Leute, die das OpenFlow so in einem Separat treiben, die haben so eine eigene Sprache, sind sie irgendwie am Machen. Die Frage ist, also ich habe die nicht angeschaut, die Frage ist die Turing-Complete zum Beispiel, die Sprache, um die Regelmatcher zu konfigurieren. Wenn es Turing-Complete wäre, oder, dann hätte man ein Halting-Problem, also es kommt das Paket und dann fängt irgendwie der Router an zu rechnen, so, und man weiß nicht, wenn findet draußen, wo es durchgeht. So. Andere Möglichkeit ist, dass der BPF Style wäre so wie ein Berkeley Package Filter im Linux-Kernel. Das heisst, das wäre dann nicht Turing-Complete, oder? Das wäre deterministisch.
ja. Die Sprache, die kompiliert dann irgendwie so her und das kompiliert dann auf Data Plane Chips. Das heißt, man definiert, man macht irgendwie in einer Sprache definiert man die Regeln und am Schluss kompiliert es auf den Chip ab. Das ist so, das sind irgendwelche Papers, die man kann lesen, wo unterwegs sind. Denn also das danach ist unklar, oder? Seit 2015 bis jetzt sind 2 Jahre vergangen, es ist nichts passiert in der Serie, es hat irgendwelche Papers, die rumschwirren. Was aber passiert ist, ist zum Beispiel, es gibt einen Chip, der heißt Tofino. Der ist so von einem Startup wird der entwickelt, so ein Startup, ist immer ein bisschen lustig, aber okay. Das schauen wir uns noch an. Das ist Tofino P4. Denn was auch noch komisch ist, am OpenFlow, also wir reden da Software-Defined, oder? Software-Defined gleich OpenFlow vielleicht. Viele Hersteller, wenn man sich dann Switchen und Router anschaut, die unterstützen nur alte Versionen, also zum Beispiel 1.3, oder? Das heisst, dort oben, das wäre 2012. 2012, ich weiss nicht, viele von uns sind dann noch gar nicht geboren, das ist schon lange her. Okay, und dann hat es viele Controller-Implementierungen von OpenFlow. Das heisst, wir haben unten dran haben wir Switchen, die Pakete weiter schicken oder Router. Und oben dran haben wir irgendjemanden, der entscheidet, so, wie funktionieren die Regeln, wie werden die Regeln gemacht. Und von diesen Controller gibt es mega viele verschiedene, in Ruby, Python, Java etc. Also Open vSwitch, das gibt in ja dann Software-Implementierung von dem OpenFlow-Zeugs. Das ist noch interessant, oder? Es gibt ein mega grosses Ökosystem. Die Frage von dem Ganzen ist so, wer ist das Zielpublikum so von dem? Also wenn jemand eine Warn macht für Google, so, dann check. So. Oder wenn jemand Warn macht, weiß ich, für Akamai oder also Facebook, check, so, dann sind wir dabei. Aber sonst, ich weiss nicht, Normalsterbliche, keine Ahnung. So. Also irgendeine KMUs und so. Weiß nicht. Okay, also das wäre OpenFlow gewesen. Ich hoffe, jemand hat es gecheckt, was ich da erzähle. Nächste Frage ist, wenn man sich so Switchen und Router von heute anschaut, so, was haben denn die für Chips drin? So? Es sieht dann auch aus, dass sich das so ein bisschen reduziert. Früher haben die Hersteller so ihre eigenen Chips gemacht, also Cisco zum Beispiel. Und heute sieht es dann auch aus, dass eben die Chips, die werden so Commodity. Also das ist so wie PC-Chips. Die kauft man ab der Stange so, bitte 1 Kilo Chips. Und dann hat man Switching-Chips. Und das ist zum Beispiel von Marvell oder von Broadcom. Und die sind dann relativ offen. So. Und ja, hier kann man dann programmieren. Und das heisst, wenn man, weiß ich, von HP oder von Cisco oder von Juniper oder von Arista oder wem auch immer eine Box kauft, so, dann haben die wahrscheinlich so die Chips drin, also von Broadcom oder Marvell oder so. Das heisst, alle Boxen haben die gleichen Chips. Ja? So. Es ist nicht so, das ist ein Special Pony. So. Okay, dann die nächste Frage ist, also wir haben Chips und da hat's ein bisschen mehr oder weniger Standard. Wie sieht es mit den Boxen selber aus, mit den Switchen? Und es kommt raus, es sind einfach eine so Whitebox, also es sind so mehr oder weniger No-Name-Firmen, die man nicht so krass kennt. Also es ist eine so Quanta, Akto und Elta und andere. Und dann kommen die raus und dann gehen sie zu Cisco und Cisco macht eine sehr schöne, eine sehr blaue Front drauf und der Kleber und so und dann zack, ist das Cisco ein Faktor 3 Preis oder so. Keine Ahnung. Ja, also so würden es ja, oder? Das, also, ich weiß nicht, ob es generell ist, aber viel ist es so, oder? Also das heisst, das sind da irgendwelche Hersteller, Quanta, die machen so Standardboxen und dann werden sie named, oder? Die No-Name-Geschichten, die heißen Whitebox, so in der Terminologie. Und die benannten heißen dann Brightbox. Das heißt, das hat einen Namen, man hat Support von Cisco oder Cumulus oder Arista oder wie auch immer. Und Brightbox ist dann Whitebox plus Brand. So, jetzt.
Wie ist der Stand heute so? Wenn man eben ein sehr seriöses Netzwerk macht, so, nicht Bastel so, und man hat eben mehr so ein Business, zack, dann ist Cisco der Default, oder? So, also Netzwerk gleich Cisco. Mehr oder weniger. Dann gibt es noch andere, oder? So Toy-Fraktion. Das wären so Netlink, Linksys, Cisco, Zeixel und so. Ja, also ich denke, das sind wahrscheinlich sind auch seriöse Geschichten, oder? Aber das ist einfach nicht Business, oder? So, das ist nicht Enterprise. Okay. Dann gibt es so noch die ganz grossen Kübel, in der Nordel, Nokia und so. Aber das ist so dann eher, glaube ich, im Telco-Bereich. So. Also wenn jemand eine Swisscom aufbauen, dann hat er vielleicht nicht Cisco, sondern hat einen Nordel-Switch und so. Okay. So, das heisst, was haben wir so für Hersteller, die da ihr Zeug so anbieten? Wir haben Cisco, die haben so ein eigenes Betriebssystem, iOS. Wenn man drauf gehen will, dann haben die so ein CLI, so, wo so, ja, also ich meine, es funktioniert schon. aber man kann keine Scripts drauf ausführen auf diesen Kisten. Also bezüglich, es gibt ihnen ein TCL drauf, ein Tickel, aber das ist nicht persistent, man kann die Scripts nicht in ein abspeichern und dann rebooten. Bezüglich, man kann es schon, aber das sind dann nur Events und so, und man kann es in ein Remote, in ein Skript, und dann sagt der Cisco sagt no, und dann so, aha, okay, wieso no? Ja, keine Ahnung. Also man muss eben die Antwort parsen und man checkt es nicht. Also es ist einfach mühsam. Dann gibt es die neueren Systeme von Cisco. Und die haben NXOS drauf. Und das ist eine sehr Linux-basiert, von Monta Vista Linux. Das hat auch so Shell. Das ist nicht mehr so ein Cisco CLI. Es hat eine Shell. Das ist irgendwie sehr komisch. Irgendwie ist es eine Shell, aber ich weiß auch nicht. Dann hat es eine normale Shell, also eine Bash oder so etwas, aber die ist in einer VM drin und die VM hat einen beschränkten Zugriff auf die Maschine. Also, ja. Also wenn wir da unsere Anforderungen oben angeschaut haben, so, wir sind Linuxer, wir wollen eine Shell haben, wir wollen Skripten und so, ist so, ja, ich weiß nicht. Okay. Dann haben wir Cisco, Juniper. Junos ist FreeBSD-basiert. Ja. Die haben auch irgendwelche Shell und Zeugs und Sachen. Dann haben wir da irgendwie die neuen Kits so wieder im Netzwerkbereich. Cumulus ist einfach Linux. Ist sogar Debian Linux, soweit ich weiß. Aber es ist 5 Minuten, dann werde ich killed. das ist einfach Linux, hat eine Shell so wie es sein soll. Dann haben wir Arista, das ist auch Linux, hat ein CLI, hat schon irgendwie eine Shell, irgendwo, irgendwas und so. Man kann auch keine persistente Scripts drauf machen. Was cool ist, das hat so irgendeine Topologie-Datenbank. Das heisst, Control Plane ist verteilt über Switchen. Und es hat einen Daemon, der das checkt und dann konfiguriert man den Daemon. Und der hat dann so High-Level Sich, das ist noch cool. Extreme Networks ist Linux. Big Switch ist Linux. Das Linux von denen ist Open Source, heisst ONL. Das ist auf GitHub verfügbar. Kann man sich abladen, installieren so, und dann kann man das auf diesen Whiteboxen installieren. Also man kann sich eine von Quanta, so ein Style holen, so ein Whitebox Switch und ONL drauf machen und so. Dann Dataplane ist Big Switch egal. Das heisst, die sagen, wir liefern keine Hardware, so kaufen irgendwo irgendeinen Klump und so, machen ONL drauf, und was für uns interessant ist, ist Control Plane. So. Das heisst, das ist zentrale Konfiguration. So. Und so weiter. Dann haben wir noch Open Compute Project, so. Das ist so eine sehr Gegenfraktion von der Googles, das ist von Facebook gemacht. Die wollen da Open Source definierte Hardware machen. Das ist noch ganz nett so. Juniper hat so ONL OCP Switch.
wo man kann brauchen. Dann gibt es HP, die haben auch Linux drauf. Es gibt Pika 8, die machen nur das Betriebssystem, ist auch Linux. Ist nicht egal, wo man es drauf laufen lässt, auf Whiteboxen, Dell hat Linux, Nux und so weiter. Also das heisst, wenn man das anschaut, so, das konvergiert gröber gegen Linux, so wie ich das gesehen habe. Also irgendwelche proprietäre Betriebssysteme, zack, zack, fertig. Das Blöde ist, dass die proprietären Hersteller, die wissen nicht, ob sie Hardware verkaufen oder Software. Und dann haben sie keine Shell und sie werden einen immer reinzwingen in irgendwelche proprietären Tools und die unterstützen nicht alle die anderen Geräte und so. So, wie weiter? Also das heisst, wenn alles gegen Linux konvergiert, dann fragt man sich so, okay, wir haben da irgendeine Pizza-Box so, und die Pizza-Box hat mega viele Interfaces, aber es ist einfach ein Server. Es ist Linux drauf. Ja, wieso machen wir die Funktionen nicht drauf? Also wieso läuft das nicht Apache oder was auch immer? Ja. Also das heisst, das könnte man machen so. Tendenz geht dorthin, man hat Network-Functions auf dem Gerät. Das ist so, alle finden es mega hip, aber es wird nie einer richtig unterstützt, so wie ich das gesehen. Dann die nächste Frage wäre, ja, wenn es eh Linux ist, so, wieso hat man dort nicht VMs drauf, also Docker oder was auch immer? Ah, okay, das kann man auch machen zum Teil, irgendwie so, also sicher auf Cumulus. Auf Cisco hat man auch eine VM, die dort läuft, das auch nicht. Dann die nächste Frage ist, wenn man, warum sollten die Switch dumm sein? Also wieso haben sie wenig RAM und wieso haben sie wenig Compute Power und wieso haben sie so spezialisierte Switch-Chips? Und die Antwort ist natürlich, die Switching-Chips, die können brutal schnell Pakete weiterleiten. Das ist auf das spezialisiert. Aber eigentlich könnte man so universelle Chips dort brauchen. So. Und das gibt's, also das heisst, es gibt da eine so Firma, Startup, die heisst Dofino und die machen einen Chip, der eine offene Sprache verwendet, P4. Und mit denen kann man dann die Chips programmieren. Also man kompiliert dann Zeugs aber in P4. So. Das heisst, das sind so Zukunftsaussichten, wie das konvergieren könnte. Das wär's. Nur 5 Minuten gezogen. Nein. Frage, Kommentar? Jo? Ja, die Frage ist, ob es generell überhaupt noch Switchen braucht, weil was ich auch gesehen habe bei Serverkonvergierung, es fängt viel mehr an, alles sehr viel größere Hypervisor-Töpfe machen. Und dort sind dann halt alle Networks mal published und dann nachher tut man das irgendwie im Hypervisor noch aufteilen zu diesen VMs. Und dann sind Switcher einfach nur noch da für die physische Konnektivität zu den Hypervisor. Ja gut, aber man hat immerhin noch irgendwie so einen Laptop, wo man muss irgendwie, der ist ja noch nicht so ganz virtuell. Ja, das auch noch, ja. Und Drucker und so, Klump und so und so. Ja gut, das ist dann die Frage, ist das ein bisschen mehr der Toy-Fraktion mit Office-Switchen? Also ja, stimmt, ja. Also, was ich bisher so mitbekommen habe, von allem, was sich irgendwie Software-Defined Networking schimpft, ist, die grundlegende Architektur ist immer so ein bisschen so, dass es eine Art einen zentralen Controller gibt, also wo halt zum Beispiel bestimmte ausgewählte Traffic dort drüber vorbeigeht, um Routing-Entscheidung machen. Oder man kann ganz leicht halt Traffic nach bestimmten Kriterien rauspicken und über den zentralen Punkt umleiten. Also ich habe das Gefühl, die grundlegende Architektur ist so aufgebaut, dass es gezielte Überwachung super, super einfach macht. Und ich wollte fragen, ob du irgendwas gesehen hast im Software-Defined Networking-Bereich, wo ein bisschen in die andere Richtung geht. Also sozusagen eine datensparsame Netzwerkarchitektur, wo es den Geheimdienst schwieriger macht. Hast du irgend so etwas gesehen? Also ich glaube, das Ziel
es ist nicht wirklich irgendwie, dass man es über eine zentrale Stelle leitet. Das ist so ein Nebeneffekt, denke ich, vom Ganzen. Und was man natürlich auch sieht, ist, also wenn man auf irgendwelchen Car-Switch oder was ich, wo Debugging zum Beispiel anschaltet, dass er irgendwie Traffic dumpt auf die Konsolen, oder? Dann manchmal warnt man und sagt so, bist du sicher? So, are you really sure? Und dann sagt man ja und dann so, das Zeug steht. Oder? Also das heisst, praktisch kann man es nicht machen. Oder? Also man kann, wenn ich will, so irgendwie so einen Stream rauspicken und dann überwachen, dann geht es. So. Aber irgendwie das generell machen, das kann ich nicht. Also ich kann nicht irgendwie ein grosses Netz haben und sagen, yeah, jetzt mega Control-Freak, ich will alles überwachen und so. Es geht nicht. Einfach von Rechenpower und Netzwerkkapazität her geht es. Ja, aber ich meine ja eben genau das Gezielte, also dass man sozusagen viel besser targeten kann durch so eine Software-Defined Networking-Architektur. Ich weiß es nicht wirklich. Okay. Also, ich weiß, man hat irgendwie andere Probleme im Netz als irgendeine Überwachung. So. Also. Ja, als Netzwerkadmin, ja, natürlich. Ja. Und du hast es jetzt auch aus der Sicht erzählt, eben, ja. Um die Frage vielleicht ein bisschen beantworten, jein. Weil du bist jetzt schon am Punkt, wo du mit ein bisschen cleverem Routing und ein bisschen cleverem Switch-Setup eigentlich genau ich dich targetieren kann. In der klassischen Architektur. So, was ich gesehen, ist ein bisschen im NXT-Bereich oder SDN-Bereich, ist, dass man eben versucht, wirklich redundante Links zu nutzen, Multipath zu nutzen, wo eigentlich genau ins Gegenteilige geht. Man versucht eben zu dezentralisieren. Man hat einen zentralen Ort, wo man Kerndaten aufnimmt, Link Utilization und so weiter und so fort. Und dass man dann angeht und eben versucht, den Traffic zu verteilen. Das ist natürlich im Operations-Fall, wenn ich wollte, ja gut, okay, ich habe ein riesen Datacenter, das läuft jetzt, ich muss das irgendwie wirklich schön überwachen. Auf die andere Seite, eben, es gibt mir wie der klassischen Welt natürlich immer auch die Möglichkeit, genau, ich will genau diesen Port gerne monitoren. Aber das ändert, aus meiner Sicht, ändert jetzt die neue Welt nichts am Fact, was wir an der alten Welt auch schon haben können. Es war einfach mühsam früher, so. Vielleicht wird es einfacher. So. Ja. Aber eben, man als Netzwerkadmin will man genau das, oder man hat einen Puff im Netz und dann will man herausfinden, hey, was zum Teufel läuft. So. Und dann will man einfach den Netzwerk-Traffic sehen. So. Früher war es einfach mega mühsam gewesen, so. Aber es ist immer noch so. Jeder Hersteller findet so, wir haben da Special Sauce, um das an Netzwerk-Dump zu machen. Also. Ja. Merci.